Liga. Jetzt kommt ein Riesenspiel. Die Entscheidung, wer wird ins Finale einziehen. Und da muss man gleich von Anfang an genau hingucken. Auf den Keeper. Der Bimmeröder. Luca Luis Jaksina bedient Alissa Antic. Und die hat wirklich Musik im Fuß, wie wir hier sehen können. Führung für die Dörner, die sowieso ganz furios in dieses Turnier gestartet sind. Mit jeweils 2-4-0 Siegen. Waren sie allerdings nur ein Töchchen besser als die punktgleichen Bimmeröder. Joel Awua mit dem Pfostentreffer. Ermin Wojtnikowicz hadert mit dem Schicksal, denn Dören machte weiter. Volldampf. Unglaublich. Leandro Leske überwindet Jaksina. Und da waren nicht mal 5 Minuten gespielt. Ja, erstmal durch die Haare. Damit man auch was sehen kann, dann gleich der nächste Treffer. Linus Witholz. 0-3. Klare Verhältnisse hier. Riesenjubel auf der Dörner Bank. Und ein bisschen unglücklich aussehender Jaksina. Aber jetzt waren sie irgendwie aufgewacht. Denis Wojtnikowicz mit dem Pfosten. Der Trainersohn. Ja, Ruhe, mahnt Matthias Möhring an. Aber Bimmeröder wurde immer stärker. Über Joel Awua und im Nachschuss Leon Zerr. Die wollten hier noch was reißen. Es war ja auch noch genug zu spielen. Wieder Wojtnikowicz, Awua. Und da ist er drin. Da ist er drin. Der Anschluss. Und noch 5,5 Minuten zu spielen. Luca Henschke, ja, auch er ein bisschen unglücklich. Fast ein Eigentor, könnte man sagen, von Linus Witholz. Und Matthias Möhring ärgert sich, ja. Den Awua, den kennt man ja, der weiß man. Den muss man decken. Aber auch seine Kameraden. Stark. Jetzt hier ein wirklicher offener Schlagabtausch. Wieder Awua. Und er macht das 2-3. Hoffnungsschimmer bei Bimmeröder. Aber die mussten ja gewinnen. Die brauchten noch 2 Tore. Die Fans peitschten sie nach vorne. Und sie trafen auch noch was. Allerdings nur, wie man hier sehen kann, meine hinter Torkamera. Ja. Und dann war die Zeit auch schon vorbei. Wir sehen es, 14:52. Da ist es unmöglich, noch 2 Treffer zu schießen. Und das heißt, Niedersachsen-Dörn ist im Finale bei der U10. Was für ein Spiel. Das hat Spaß gemacht. Dörn, die meiner Meinung nach ein bisschen favorisiert in dieses Finale gehen sollten. Die hatten ja einfach alles weggehauen, was wegzuhauen ging. Aber Antjell erstmal mit der ersten Möglichkeit von 74. Und weiter ging's in die Richtung. Kamelo Budanovic erzielt die Führung. Bis dato von Dörn noch nichts zu sehen. Deswegen auch betroffene Gesichter auf der Bank. Und weiter der Angriffsreigen. Pfosten. Ja, wo war denn diese spritzige Vorrundenmannschaft geblieben? Ja, sie kam irgendwie nicht in Tritt. Ben Weiland da gerade. Auf der anderen Seite Kamelo Budanovic mit seinem zweiten Treffer. Reicht das? Noch nicht? Überwindet. Oh. Hallo, ich höre mich selber. Luca Henschke. Ja, so ein kleines Lachen.
auf Frank Sievers Gesicht. Hallo. Allerdings auch noch ein bisschen zu spät. Hallo. Da passte wirklich ganz genau. Chance für Justin Fedorovic. Mehr allerdings auch nicht. Spielen tat hier nur ein Team. Das der 74er und, ja, ich brauche ihn gar nicht mehr nennen, Kamelo Budanovic mit dem Hattrick. 2 Minuten vor dem Schluss, das ist natürlich die Vorentscheidung. Matthias Möhring hatte schon gesagt, ja, die haben ihre Kraft in der Vorrunde gelassen. Und dann war die Pause vielleicht ein bisschen zu lang für die Konzentration. Ganz anders bei Frank Sievers Team, die munter weiter drauf losspielen. Antje. Er wusste es. Es war geschafft. Frank Sievers und sein Team holen die Hallenkreismeisterschaft der U10. Nach diesem Finale vollkommen verdient. Guter Verlierer Matthias Möhring. Und wir sehen natürlich wie immer noch die Siegerehrung.